Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Wir sollen den Nachweis, dass der abtrünnige Fahnenflüchtige tot ist, diesen Todesnachweis sollen wir Captain Curie bringen. Das machen wir jetzt. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Er ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Gut, kurz und schmerzlos, aber noch nicht zu Ende die Story. Captain Curie hat keinen neuen Job für uns. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo es jetzt weitergeht. Dort geht's weiter, aber das ist noch meines Wissens auch nur eine Nebenmission. Macht aber nichts. Die Alternative wäre, zu diesem Camp zu fahren. Doch wohl schneller! Wir fahren erstmal zu der Mine. Meine tote Lama-Oma in ihrem verdammten Rollstuhl kann wirklich schneller laufen. Ja, ja. Ja, ja, die Rekruten werden ordentlich gedrillt hier. Zumindest die Rekruten sein dürfen, die nicht in der im Arbeitslager gelandet sind. So wie das eine Mädel, was wir erst gerettet haben vor den Vergewaltigern und was dann ins Arbeitslager abgeschoben wurde. Corporal St. John! Wade Taylor an Deacon St. John. Oh, Taylor, ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor. Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Ja, da ist eine Gruppe. Männer, die sind hoch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Ich nicht? Taylor... Die sieht wirklich toll aus. Sollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Camp. Taylor Ende. Taylor? Taylor? Ach, verdammt, der Typ läuft noch in sein Verderben. Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Taylor gleich helfen müssen. Jetzt habe ich eher das Gefühl, dass wir selber bald Hilfe gebrauchen, weil das war einer von den ganz Dingen. Wo ist es jetzt hier? Dann würde ich gleich mal einen Verband anwenden. Sehr gut. Und können wir hier zufällig noch einen Molotow-Cocktail herstellen? Ja, können wir. Rüsten wir uns erstmal aus, so gut es geht. So, was machen wir mit dem, wenn ich mich an den hinten ranschleiche? Ich habe ja gelernt, dass ich jetzt auch die großen Schleichangriff bewältigen kann, richtig? Jetzt müssen wir da lang fahren. Haben wir hier hohes Gras? Hier können wir uns verstecken. Ja, können wir. Immer drin unsichtbar. Noch hat er uns nicht entdeckt. Wow. Das war ein Brecher. Zum
Glück hat er sich durch seine Geräusche rechtzeitig angekündigt. Aber es ist schon wieder irgendwas rot um uns rum. Irgendwo ist schon wieder ein Gegner. Da unten. Aber das geringere Übel. An dem fahren wir einfach vorbei. Zack. Okay, hier gibt es nichts zu holen. Ja, hier hoch müssen wir, ne? Zur Mine sollen wir ja schließlich. Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Vielleicht in einer der Hütten? Hier drin ist nichts. So, wir werden das finden. Ich nehme zwischendurch noch mit, was mitzunehmen gilt. Mal hier ran irgendwie an das Sägeblatt oder ist das schon voll unser Inventar? Okay, lassen wir es liegen. Fahren wir runter. Können wir dann schneller flüchten. Sehr gut. Eingeparkt. Erfahrungsgemäß in der letzten Hütte. Hier ist erstmal Benzin. Benzinkanister. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ich brauche ein Testkit und kein Benzin. Ach, nee, du brauchst auch Benzin. Ohne Benzin nützt ja das ganze Testkit nix. Fertig. So, hier war aber nichts drin, ne? Alles voll am Inventar. Kommen wir da irgendwie rein in die Hütte? Ach, hier geht's rum. Naja, okay. Da ist es, habe ich schon gesehen. Hier gibt es nochmal Benzin. Dann machen wir jetzt mit. Ein Erz-Testkit. Ja. Gut, auch in der Mine wird es wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich sein. Okay, da geht es nicht lang. Müssen wir wieder einmal rum um die Hütte. Wieder wegschieben. Oh, immerhin, es gibt Strom. Kannst wieder aufstellen. Nimm den Zinnober an dich. Aha. Okay, okay. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Da draußen muss irgendwo eine Tafel sein, sehe ich gerade. Ja, rein genug. Tritt den Minenschacht. Oh. Gefährlich. Das ist der Minenschacht. Will nicht hier runter. Aber wird mir angezeigt. Okay.
Na toll. Da sitzen welche. Zinnober? Ja. Das war der letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Natürlich nicht. Der Generator hat keinen Sprit. Immer das Gleiche. Das stimmt wohl. Immer das Gleiche. Aber zum Glück ist auch immer Sprit in der Nähe zu finden. Das haben sie sehr komfortabel gemacht. Mal sehen, was jetzt gleich passiert. Ja, wir sollen 6-mal Zinnober nehmen, ne? Ich brauche noch mehr Erz. Genau, das heißt, wir gehen weiter. Grünes Licht hat er gesagt, ist gut. Brauchen wir den Benzinkanister noch? Weiß ich nicht. Oh, was ist dort? Warte, ablegen. Benzinkanister ablegen. Was hat er hier? Sehen, wie rein es ist. Okay, gut. Schon fast genug. Sind ein paar Haken. Oh, guck, hier gibt es eine ganze Menge. Nehmen wir mit. Das ist kein Zinnober, offensichtlich. Kann man nicht mitnehmen. Weiter geht's. Wie sieht's denn aus mit unserer Keule? Mal reparieren, kann ja. Nicht schaden. Sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erz sammeln und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier irgendwie noch ganz böse enden wird? Wenn wir es ausmachen, ist es zu dunkel. Wenn wir es anmachen, werden wir wahrscheinlich entdeckt. Noch einer? Nein. Gut, kann ich mich entscheiden, rechts rum, links rum, ist egal. Also, Zinnober. Gut,
Das geht. Okay, testen wir das. Normalerweise würde man ja auch nicht alleine in so eine Höhle reingehen. Okay, ich brauche noch ein oder zwei Proben. Und weiter denn ich die den Rücken frei halten kannst, während du selber testest. Da ist noch mehr. Aber egal. Zinnober? Ja. Vorletzte. Das letzte zeigt im eigentlichen Stück zurück an. Yes, das geht. Nur noch eine. Gut, ach hier ist es angezeigt. Genau, jetzt sind wir vorbeigelaufen, haben wir übersehen, wie auch immer. Bis dann. Ja, ist es, oder? Ne, hier waren wir ja schon. Ne, hier ist es. Gut. Und Test. Okay, gut. Ein bisschen so eine unheimliche Stimmung, ne? Wie er dort in das Testen vertieft ist. Komme aus der Mine, klingt irgendwie so, als ob das nicht so einfach wäre. Vor allem wie so dort lang. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Gut, finden wir es raus. Okay. Fragst du noch, wie ich es herausfinde? Aha, ich sollte grubeln. Das ist uns nicht vergönnt, dazu zu gucken. Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Ah, hier oben war ich noch nicht. Gut, einmal herum scheinen erstmal keine Gegner zart zu sein. Na gut, da können wir noch einen Molly herstellen. Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollten. St. John, gut, gut. Da unten ist mein Bike. Oh, Moment. Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka im Zelt. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich. St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Weaver, Ende. Interessant, wie man miteinander umgeht. Komische Geräusche. So, wo ist denn jetzt eigentlich die Tafel? Können wir die mal kurz markieren? Ach, dort unten ist er. Ja. Nehmen wir mit, ist er zwar bloß ein Sammelobjekt, aber wenn wir schon mal hier sind und es mitgekriegt haben, dann. Goldmine. Gut, und dann geht's zurück zu Weaver, das Abliefern. Das machen wir schnell zusammen. 1 Kilometer ist nicht die weite Strecke. Und hoffen, dass wir nicht irgendjemanden begegnen, den wir nicht begegnen wollen. Uiuiui. Das hat man wohl etwas übertrieben.
Hier ging es runter. Falschen Abzweig genommen, aber alles wieder gut. Uiuiuiui. Wie war das mit niemandem begegnen, dem wir nicht begegnen wollen? Haben wir jetzt noch. Oder an der Parker. Uiuiui. Sind die noch hinter uns? Ich drehe mich nicht um. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Es klingt schon mal ein bisschen gefährlich. St. John und Captain Curry. St. John und Curry kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt Sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so muss man nennen. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Einen Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry, Ende. Okay, haben wir eine neue Mission freigeschaltet, eine Story-Mission. Ich bringe aber erstmal jetzt diese Mission zu Ende. Ui, oh. Ich habe gelernt, in diesem großen Camp hier, da fahren wir lieber so weit, wie es geht, ran. Nee, dass wir dann plötzlich irgendwie wieder dastehen und die ganze Zeit durch die Gegend rennen müssen. Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung, so ein Scheiß ja, halt. Kapiert. Hey Mann, sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Okay. Er findet es wohl nicht lustig, wie sie genannt wird, ist aber auch verständlich, ist ja schließlich seine Sarah. Lass den Scheiß vor der Tür, 100% abgeschlossen und Vertrauen baut sich langsam auf. Wir haben schon die Hälfte der Vertrauenspunkte bis zur ersten Stufe erreicht. Gut. Weiter geht's. Wir haben eine Story-Mission. Da sollen wir Hefe organisieren. Das sind wirklich seltsame Sachen, die wir hier mitten in der Zombie-Apokalypse organisieren sollen. Aber meine Güte, das ist halt immer wieder das Gleiche. Fahr irgendwo hin, töte Gegner, sammle das Zeug ein und komm zurück. Ein neuer Fertigkeitspunkt. Na, das ist erstmal schön. Lass uns mal gucken, was wir noch haben. Erhalte Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Ja, das ist eher nicht. Reduziert die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung. Ja, machen wir. Ich habe jetzt vorzugsweise auf Überleben, also Ausdauer und so ein Zeug und ein paar Kleinigkeiten und auf Nahkampf gesetzt, was die Fertigkeiten betrifft. Fernkampf haben wir bisher kaum was. Das werde ich auch noch Stück für Stück verbessern. Ja, okay, da ist auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zu machen, was uns dann noch weiterbringt. So, haben wir also eigentlich alle verteilt, alle aus Fertigkeitspunkte? Ja. Gut, so sieht's aus.
Da hinten das Camp müssen wir irgendwann besuchen. Kurz für die Schwachen. Da gibt es auch dann richtig viel, gibt es 3500 Creditpunkte. Wir können ja hier neue Sachen für unser Lager, für unser Motorrad kaufen, hier in dem Camp, im Diamond Lake Camp. Und da brauchen wir sowieso dann auch entsprechend viele Punkte. Aber als nächstes geht's hier hin. So, wie sieht's denn aus? Machen wir das morgen zusammen, würde ich sagen. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.